Okay, Leute, wollen wir mal ein bisschen über Barcoding und Handel machen. Hier, schleift gerade Tische ab, Bandschleifmaterial gekauft, P40 von Bosch, Artikelnummer drauf. Wunderbar, so soll es sein, gescannt, bezahlt. Ich gehe heute zur Kasse hin, brauche mehr von dem Zeug. Gescannt, ja, und was sieht man? Jetzt zeige ich euch mal den Draufbeleg. Absolut korrekt, ein Pack. Es wurde richtig ein Pack gescannt. Anderen Worten, die Bosch-Leute, gute Leute, Einzelprodukt, Packung, verschiedene ERN-Code, so soll es sein. Ich habe Ritzen mit Epoxidharz zugemacht. Da brauchst du zwei Sachen für. Ja, hier unten, da sieht man, ne, das Harz und den Härter. Ein Produkt aus zwei Komponenten. Was sehen wir hier? Wo ist der Barcode? Da, Barcode, Barcode. Was macht der an der Kasse? Scannt die Barcodes. Doppelter Preis. Haben wir gemerkt, das kann ja wohl nicht sein. Es sind offensichtlich zwei verschiedene Sachen, haben wir den gleichen Barcode. Also entweder das ganze Produkt einen Barcode, ja, oder wir haben nur einen drauf oder sowas, oder verschiedene. Aber so geht's nicht. Klassischer Fehler Mandel. Und nochmal zur Info, da sieht man wieder, und manche Unternehmen, ne, die hier, was interessieren mich, EAN-Regeln, ne, und super, so soll es sein.